Grüß euch und grüß Gott, liebe Freunde. Ich habe mich schon wieder so gefreut auf diese Gruppenstunde mit euch. Wie immer fangen wir damit an, dass wir zuerst einmal zur Ruhe kommen. Atmen wir einfach mal ganz in Ruhe, ein paar Mal durch. Und dann gehen wir alles ab, was uns vielleicht in der letzten Zeit schwer geworden ist. Sagen wir einfach, na, ich will das jetzt nicht mehr, weil ich will glücklich sein, ich will fröhlich sein und ich will gesund sein, ich will das nicht mehr. Und darum gebe ich dir das jetzt alles. Ich schmeiß symbolisch ins Feuer. Stellt euch ein großes Feuer vor und da schmeißt das alles rein, noch der Reihe. Und dann ist es da drinnen, es verbrennt, es ist weg und die Asche verblößt dann oder Wind. Es kehrt nicht mehr zu uns. Wir haben es nicht mehr. Und das machen wir jetzt. Und macht's dabei das Herz ganz weit auf. Denkt's dann an was Schönes, nachdem ihr alles abgegeben habt. Denkt's an ganz was Schönes, an Sachen, die euch Freude gemacht haben, die, ja, Urlaube oder Kinderlachen, ganz egal was, holt euch die Sachen zu. Und an die denkt's dann. Und dann ist das Herz automatisch ganz, ganz offen und macht's die Hände auf. Und dann stellt euch vor, dass dieser Heilstrom, diese göttliche Kraft, dass die in euch einfließt, von oben bis unten, durch den ganzen Körper, bis in die kleinste Zelle. Und da spüren wir jetzt eine schöne Musik dazu. Also zuerst alles abgeben und loslassen, eben die Leitungen freimachen, damit dieser Heilstrom dann kommen kann und fließen kann durch euch durch und auch durchputzen kann, wenn es sein muss. Das machen wir jetzt. Thank you.
Bruno Gröning hat gesagt: Ich habe ihnen auch des Öfteren schon zu wissen gegeben, was mein eigentliches Ziel ist. Ich will jeden Menschen wieder zum Glauben zurückführen, denn jeder Mensch ist ein Wesen der Natur. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wir Menschen haben nur einen Vater, und das ist unser Herrgott. Und weil viele Menschen vom Glauben abgekommen sind, so will ich sie wieder zum Glauben zurückführen. Ich will keinen Menschen mehr schlecht wissen. Einzelne wenige hat es gegeben und es wird es auch wieder geben. Ja, das ist Bruno Gröning. Was er wollte und wozu er auf diese Welt gekommen ist, das ist, dass er die Gottverbindung wiederherstellt. Vom Menschen zum lieben Gott. Und dass er uns da dabei hilft. Und wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch fragen würde, ja, wie habt denn ihr zu Bruno Gröning gefunden? Ich glaube, jeder würde mir dieses Finden anders erklären. Der eine würde vielleicht sagen, ja, ich habe das im Internet gelesen. Oder der andere, ja, ich bin ganz zufällig da in YouTube drinnen gewesen und bin auf diese Seite gekommen und habe mir es angehört. Und ich habe gespürt, wie gut es mir tut. Ein anderer sagt vielleicht, ja, ich bin einmal in einem Film gewesen, das hat mir ein Nachbar erzählt. Ein anderer sagt wieder, die Freundin hat mir das erzählt oder hat gesagt, geh einmal mit, das ist so gut und mir tut so gut, hör dir das einmal an. Jeder kommt was anderes sagen und jeder ja, ist irgendwie suchender gewesen. Und sehr viele Menschen fangen halt auch zum Suchen an, wann irgendwas daherkommt, sei es gesundheitlich, sei es einfach irgendein Lebensschicksal, irgendein Ereignis, wo man, ja, wo man einfach so richtig nach unten zirkt. Und dann fängt man an zu suchen und ja, oder einfach man findet schon zu Gott wieder und sagt, bitte lieber Gott, hilf mir, ich weiß nicht mehr weiter. Sag mir du, was soll ich tun? Und meistens oder fast immer, wenn man so innig bittet um was, dann kommt da die Hilfe in irgendeiner Weise. So, ich möchte euch jetzt da erzählen, wie ich dazu gefunden habe, zu Bruno Gröning. Wir haben bei uns daheim ja auch Schlimmes erlebt und es ist mir nicht gut gegangen und dann ist meine Mama auch noch sehr schwer belastet gewesen. Und ja, wir haben eigentlich nicht mehr weiter gewusst, was sollte man denn noch machen, wo soll man noch hingehen, zu welchem Arzt, wie oder was. Und dann zufällig in der Arbeit hat mir ein Arbeitskollege ihm erzählt von einem Arzt, der in Salzburg ist, das ist ungefähr 50 Kilometer von uns entfernt, und der hat halt dieser Frau, ist jetzt egal wer das ist, halt so geholfen, die war so schwer belastet und der hat ihr geholfen, dass alles gut geworden ist. Ja, und dann habe ich meine Mama geschnappt und wir sind nach Salzburg gefahren zu diesem Arzt. Das ist ein Homöopath gewesen, also ist er noch. Und ja, er hat verschiedene Sachen bei ihr, hat ihr Globuli gegeben und halt, wir haben dann immer beobachtet, wie geht's, was tut's. Und bis er dann gesagt hat, ja, er hat jetzt alles gemacht, was in seiner Macht steht, was er tun kann, aber
Mehr kann er jetzt auch nicht tun. Aber es gibt da schon noch was. Und zwar hat er mir dann eine Internetadresse gegeben. Er hat mir nicht mehr dazu gesagt. Gar nichts. Er hat nur gesagt, es gibt da noch was. Und ich soll mir das im Internet anschauen und mich dann bei ihm melden. Wie und was? Ja, das hat er mir so gesagt. Und ich habe mir es dann im Internet durchgelesen. Und ja, da ist ihm um die Lehre von Bruno Gröning gegangen, um Bruno Gröning und über sein Leben. Und ich habe ihn dann angerufen und ich weiß gar nicht, warum ich das so gesagt habe. Ich habe dann gesagt, ja, auf diese Schiene habe ich gesagt, möchte ich aufspringen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so gesagt habe, weil das ist eigentlich gar nicht, weiß ich nicht, warum das so war. Und eine Schiene ist ja was, wo man einen geraden Weg dahin fährt, wie halt der Zug fährt und man kann eigentlich nicht leicht rausspringen oder es ist ganz selten, dass einmal ein Zug aus einer Schiene rausspringt aus irgendeinem Grund. Und das, da bin ich erst nachher eigentlich, habe ich mir das dann so gedacht, ja, genau das ist ja, wie es wird uns ein Weg zeigt und es wird uns immer wieder geholfen. Und Bruno Gröning ist immer da. Und wenn ich jetzt aus dem Gleis, aus dieser Schiene einmal auf die Seite komme und es wird dann wieder geholfen, dass man wieder auf den Weg zurückkommt. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg finden habe dürfen, weil ja, es rührt mich jetzt direkt, weil ich nicht weiß, wo ich sonst geblieben wäre, wenn ich den Weg nicht gefunden hätte. Ja, jetzt spielen wir eine Musik wieder dazwischen. Und Bruno Gröning
hat gesagt, danken Sie nicht mir, danken Sie Gott, ich bin ein kleiner Diener, ein Werkzeug Gottes. Ja, man kann nicht genug danken und ich bin sehr dankbar, dass ich sage, wie Bruno ist mein Schutzengel, dass ich diesen Schutzengel an meiner Seite habe. Auch gerade jetzt, wo die Zeiten ja sehr schwierig sind, also und auch wie oft ich Bruno um Hilfe bitte und beobachtet euch einmal selber, wie es euch geht und wie oft ihr eigentlich am Tag sagt, Bruno, bitte, bitte hilf mir da, ich brauche dich da, bitte. Ja. Und ums Bitten geht es auch jetzt. Wir stellen uns gemeinsam bittend ein. Und ich sage immer, nehmt alle mit, wo ihr spürt, die brauchen Hilfe, die brauchen jetzt Kraft, damit sie es schaffen in ihrem Leben, was zum Tun ist. Und sitzt es einfach geistig mit dazu, denkt euch, da sind nur ein paar Sessel neben euch und da sitzt jetzt den einer und den und den und die, wo sie es gespürt und wo sie es wisst, die brauchen jetzt auch Hilfe. Und denkt dran, dass euch aufrecht hinsetzt, wenn es möglich ist, die Hände zur Schüssel nach oben. Und wenn es geht, auch die Rückenlehne, dass Pause hat. Und wir spielen eine Musik dazu. Und am Ende bleiben wir noch ein bisschen in der Ruhe, in der Stille, weil da ist die Kraft am allerstärksten. Bittet um eure Herzenswünsche ganz einfach und tragt eure Bitten wirklich ganz in Ruhe vor. Das machen wir jetzt. Thank you.
Ja, und schauen wir wirklich, dass wir unser Augenmerk auf das Gute, auf das Schöne richten. Und wie gesagt, ja, Bruno Gröning wollte ja, dass wir glückliche, fröhliche Menschen sind. Und Bruno Gröning hat ja auch gesagt, ich drehe alles um. Und er ist da, er ist an unserer Seite und hilft uns, egal was ist. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Der liebe Gott segne euch, beschütze euch, leite und führe euch und lasst die Hand von Bruno Gröning nie aus. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.